Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online Somerset Isles. Wir sind hier unterwegs mit Aratel, den wir zurück zur Mutter der Ratten bringen sollen. Seine tatsächliche, echte leibliche Mutter, die hat uns ja beauftragt, ihn zu finden. Der hatte sich, freiwillig gemeldet, sage ich jetzt mal, bei der Strafbehörde, weil er angeblich jemanden umbringen wollte. Und wurde dann wieder, befreit, könnte man sagen, von demjenigen, der von ihm halt versucht hatte, dieses Attentat zu, durchzuführen. So, und wir haben das Ganze natürlich verhindert. Und jetzt sollen wir ihn wieder zurück zur Mutter der Ratten führen, die sich irgendwo hier hinten aufhalten sollte. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, mehr oder weniger straight hier so rüber. Aber ob es hier durchgeht, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwie hier hinten lang, oder? Ja, ich glaube, hier müssen wir durch. Ha! Bam! Ist er noch da? Er ist noch da. Wir flutschen jetzt hier einfach mal mehr oder weniger durch. Schnell hier durch dieses heimliche Loch in der Wand. Mutters Bau öffnen. Ja, heute noch. Okay, wir sind da. Mutter! Welche? Ah, die echte. okay. Beruhigt euch, Wachmann. Dieser Junge steht unter unserem Schutz. Ruhig, ihr alle. Sprecht mit unserem Freund Talerion. Mach ich. Falls ihr Wert auf die Wahrheit legt. Okay, wir sollen ihm die Beweise geben. Ach, ihr seid das. Ja, ich bin das. Als ihr nicht zurückgekehrt seid, nahm ich an, ihr hättet eure Suche aufgegeben. Was macht ihr hier? Aratel ist unschuldig. Ein böser Zauberer hat versucht, ihn zu benutzen, um den Sapiarchen zu töten, aber der Junge weigerte sich. Ach, die oft bemühte, ein Zaubermeister hat mich dazu gezwungen, Verteidigung. Diese Ausrede habe ich schon öfter gehört, schon viel zu oft. Habt ihr denn Beweise oder ist das einfach nur eine ausgefallene Vermutung? Ich habe Beweise. Ich habe dies im Besitz dessen gefunden, der ihn gefangen hat. Wir haben nämlich einen Brief gefunden. Es scheint, dass dieser Myrolon eine Rolle in einer sehr viel größeren Verschwörung spielte. Besorgniserregend. Ich bringe das zu meinen Vorgesetzten. Was den Jungen anbelangt, der kann gehen. Fürs Erste. Ein Hinweis aber. Meidet diese Straßenkinder und Apraxischen. Sie machen nur Ärger. Leb wohl. So, dann reden wir nochmal mit ihr. Das ist nämlich die Mutter der Drachen. Ratten. Drachen. Also ich bin schon voll bei gefunden. Game of Thrones. Wie ihr sehen könnt, habe ich nach Aratels Mutter schicken lassen. Sie will natürlich nicht mit mir sprechen, aber sie wirkt dennoch dankbar genug. Vielleicht wird dies ja eine lehrreiche Erfahrung für sie beide. Man darf noch hoffen, schätze ich. Was wird mit Aratel geschehen? Schwer zu sagen. Die Tatsache, dass er sich mit Apraxischen verbrüdert hat, wird ihn nicht gut dastehen lassen. Aber immerhin habt ihr bewiesen, dass er kein Mörder ist. Das ist doch schon mal was, oder? Ihr habt viel mehr getan, als einfach nur einen Hochelfen gerettet, der vom rechten Weg abkam, Kerum. Nehmt dies und meinen Dank. Was meint sie denn immer mit Kerum? Aufgepasst, Kanalisationsbewohner. Ich weiß, wo ihr seid. Haltet Ordnung unter euch, oder unser nächstes Treffen wird nicht so nett. Vielen Dank, dass ihr Aratel gefunden habt. Seid gesegnet. Ja, ja. Ich glaube, ich will vielleicht auch Abenteurer werden. Oh nein. Na, du hattest für ein Leben schon genug Abenteuer. Okay, wow, wir haben einiges ganz schön krass verbessert. Ich werde mich jetzt mal hier rausschlagen. Und dann geht es, glaube ich, weiter, nämlich in der Hauptstory. Müssen wir mal gucken, mehr oder weniger geradeaus. Okay, das kann ich mir merken. Geradeaus kann ich mir gerade noch so merken. Aber geht nicht, ne? Ne, wir mussten hier außen rum. Lalalala. Ihr braucht mich gar nicht bemerken. Ich bin gleich wieder weg. So. Huch, was war das? Was zum Henker war das? Aua! Spinnt's ja wohl. Was machen sie denn? Ist es die Zunge oder was? Was bist du hier? Okay, du bist ein Spieler. Jetzt ist gut. Lass mich.
Schnell raus hier. Ich meine, ich habe doch selber so einen Salamander. Ihr seht doch, dass ich salamanderfreundlich bin. Also wirklich. So, wir sind wieder draußen in Schimmerhain. Es scheint Nacht zu sein. Überall liegen hier mal Tote rum. Sehr merkwürdig. Gut, wollen wir noch mal gucken. Also die nächste Aufgabe, die ist, glaube ich, nämlich etwas weiter außerhalb. Das ist ja der Kartenausschnitt, den wir uns jetzt gerade angucken können. Wenn ihr mit der rechten Maustaste drückt... Also hier drüben waren wir noch nicht. Ja, genau, rechte Maustaste, dann kommt ihr sozusagen weiter raus. Und dann seht ihr schon mal, was man hier alles sehen kann. Also hier sollen wir hin. Das haben wir zum Beispiel noch nicht entdeckt. Hier ist ein Verlies und hier, ja, da reisen wir dann in den Rest von Tamriel. Und da hatten wir ja auch irgendwie so eine Begrüßungsaufgabe, dass wir nach Vardenfell kommen sollen. Will ich jetzt aber nicht. Ja, ich würde mal schätzen, wir müssen sowieso irgendwie so da drüben. Ging es hier nicht auch raus? Können wir ja nochmal schnell das Dock entdecken. Gucken wir uns doch hier nochmal ein kleines bisschen um. Es ist ja auch wirklich sehr hübsch. Ich bin, genau, hier nämlich letztens an einem Buch vorbeigelaufen. Ja, das hat uns jetzt Erfahrung bei der Magiergilde gebracht, wenn ihr diese leuchtenden Bücher findet. Wollen wir nochmal sehen. Da hinten ans andere Ende vom Hafen will ich. Ich bin halt jemand, der immer sehr gerne, wenn er ein Land verlässt, alles irgendwie aufgedeckt hat. Alles weiß, alles gesehen, alles besichtigt. Da stehe ich drauf. Was ist das? Ah, noch so ein Buch. So. Ah, jetzt haben wir alles entdeckt. Da unten ist noch eine Schriftrolle. Okay. Na, jetzt haben wir den Hafen sozusagen aufgedeckt. Ja, hier ist eine Schreinerbank. Da könnt ihr zum Beispiel Holzwerkzeug, also Holzwaffen herstellen. Das ist eine Schneiderbank. Da könnt ihr leichte Rüstungen und mittlere Rüstungen herstellen. Hier drüben, was ist das? Schmuckhandwerkstisch. Okay, der ist halt neu. Das Schmuckhandwerk ist halt eine neue Fähigkeit. Ein neuer Beruf, den man skillen kann. So, jetzt will ich nochmal gucken, wie komme ich denn hier am besten dahin, wo ich hin will. Also wir müssen hier unten hin, okay. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger entweder um die Stadt drumrum oder durch die Stadt hindurch. Dafür nehme ich mir einfach mal mein Pferd und dann reite ich da mal hin, falls ich überhaupt großartig weiterkomme und nicht gleich wieder irgendwo aufgehalten werde. Ah, da war Blümchen zum Pflücken. Ja, also ich denke, mit dem hier werde ich irgendwie da war irgendein Vieh. Arkane, Magie oder was weiß ich, wie das heißt. Mist. Ne, wir müssen doch irgendwie da runter. Und oder Alchemie lernen, denke ich mal. Was ist das hier? Eine Ziege? Ja, süß. Dann müssen wir eben doch durch die Stadt, meinetwegen. So, euer Pferd, das könnt ihr bei so einem Stallmeister auch verbessern. Also einmal am Tag geht das, glaube ich. Da könnt ihr dem spezielles Futter geben und dann wird er entweder schneller oder, weiß ich gar nicht mehr, hat mehr Ausdauer oder kann mehr tragen oder was weiß ich, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall mich nie wirklich drum gekümmert. Das Schöne ist, dass wenn ihr das für ein Reittier macht von einem Charakter, gilt es für alle Reittiere. Zumindest habe ich das so verstanden. Müssen wir mal kurz gucken, wo man hier in der Stadt am besten rauskommt. Okay. Dadurch und dann rüber. Okay, cool. Jetzt sind wir ja mehr oder weniger wieder am Anfang der Stadt. Ich glaube, von hier sind wir auch reingekommen. Ah, ein Buch. Sehr schön. Ich lese die jetzt nicht alle durch. Ich glaube, dann spielen wir das Ganze hier wahrscheinlich noch 2-3 Jahre. Also es gibt wirklich unglaublich viel Bücher zu finden. Ah, hat jemand diesen Feuersensch oder wie das heißt, Albtraumsensch? Den habe ich auch. Das ist aus dem Vorstellerpaket für diese Erweiterung hier für Sommersend.
Er ist genauso langsam wie wir. Das heißt, er hat sein Tier noch nicht großartig gelevelt. Ah, hier vorne erwartet uns eine neue Aufgabe. Quatschen wir den nochmal. Was ist das? Ein Trinkschlauch. Ich nehme alles. Ich nehme alles. Das hat man davon, wenn man sich mit adligen Hochelfen einlässt, Brengas. Bitte, ihr müsst helfen. Ich glaube, mein Vetter Brengas wurde von Werwölfen gefangen genommen. Was ist geschehen? Das klingt ja schrecklich. Brengas wurde in eine Liebesaffäre verstrickt, wisst ihr? Er beschloss, mit irgend so einer adligen Hochelfin namens Niralin durchzubrennen. Ich sollte sie im Hain des Archonten treffen und ihnen helfen, von der Insel herunterzukommen. Aber als ich dort ankam, sah ich nichts als Werwölfe. Das ist natürlich nicht so schön. Dann wurden Brengas und Niralin also von diesen Werwölfen gefangen? Oder gefressen? Ja, da bin ich mir sicher. Ich konnte sie nirgends finden. Also gefressen. Ich bin aber einem Hochelfen namens Estadel begegnet. Er wollte mir nicht viel erzählen, aber er hat um den Hain herum geschnüffelt. Er weiß vielleicht mehr über die genaue Lage als ich. Ich werde zum Hain des Archonten gehen und mit Estadel sprechen. Ihr könnt hier in Elder Scrolls Online auch... Nee, ich möchte aber trotzdem erst nochmal das andere machen, genau. Könnt ihr auch selber Werwolf oder Vampir werden. Dafür müsst ihr euch von einem beißen lassen. Die gibt es ganz selten zu ganz bestimmten Zeiten, also wenn es ein NPC ist, zu ganz bestimmten Zeiten an ganz bestimmten Orten. Und auch nicht jeder Biss funktioniert gleich. Und ich glaube, dann bekommt ihr irgendeine Aufgabenreihe, die ihr machen müsst. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr eben Vampir oder Werwolf. Man kann nicht, ich glaube, man kann nicht beides gleichzeitig sein, das wäre ja auch sehr merkwürdig. Man kann das auch wieder heilen lassen. Oder aber ihr kennt einen, der bereits Vampir oder Werwolf ist und lasst euch von dem beißen. Das hier ist eine der einzigartigeren Gegenden von Sommers End, der Korallenwald. Als Kind kam ich sehr gern hierher. Wir müssen herausfinden, warum der Aldarch Sippenfürstin Avinisse gebeten hat, ihn hier draußen zu treffen. Wie finden wir den Aldarchen und die Sippenfürstin? Aufgrund dessen, was wir in der Gruft des Klosters gesehen haben, zögere ich mit dem Einsatz von Magie, um sie aufzuspüren. Ich schätze, wir müssen auf weltlichere Mittel zurückgreifen. Zu schade, dass der Spion der Königin nicht hier ist. Soweit mir bekannt ist er gut in solchen Sachen. Na, wollte der sich nicht mit uns hier treffen? Dachte ich. Na gut, dann steige ich aber mal wieder ab. Ja, das sieht wirklich ziemlich interessant hier aus. Das ist irgendwie abgestorbene, alte, tote Korallen oder so. Ziemlich cool. Ja, Wahnsinn. Guckt euch das mal an, ey. Das sieht richtig super aus. Toll. Ich mag Fossilien ja sowieso sehr gerne. Ach du meine Güte, hier sind ja Viecher unterwegs. Okay, die Kleinen scheinen nicht gefährlich zu sein. Oh Gott, die sind ja wirklich winzig. Das war nicht Teil des Plans, Aldarch. Oh, ich höre was. Ist doch nichts vom Plan. Lasst mich euch einen Vorgeschmack darauf geben, was der Fürst der Geschäfte mit dieser armseligen Perle. Der Aldarch. Wir sollten uns sputen. Ja, wo ist er denn? Oben drauf oder was? An dieser Perle? Also man konnte die Stimme nicht so richtig verfolgen. Ach so, okay. Hä, was? Gegen wen kämpfe ich denn? Manchmal alles nicht so leicht zu erkennen. Das war's schon? Echt? Cool. Hey. Das mit der Synergie, was da gerade stand, das ist, wenn irgendwie, ja, wenn man irgend so einen Kombinationsangriff mit anderen Spielern zusammen machen kann oder sowas. Wen haben wir hier? Da ist sie, da winkt sie. Rasumdar hat die Sippenfürstin festgenommen. Echt? Sie sind am westlichen Rand des Korallenwalds. Was ist mit Aldarch Tilkala? Ist er entkommen? Tja, ich würde sagen, der Aldarch Tilkala ist tot. Ich hörte, wie er den Fürsten der wie er den Fürsten der Geschäfte erwähnte? Wer ist das Man denn? Man kann davon ausgehen, dass Tilkala nicht wirklich ein Aldarch war. Zumindest nicht mehr, seit er sich dem dädrischen Fürsten der Geschäfte, Clavicus Vile, verschrieben hatte. Die seltsame Magie und die Kreaturen bereiten mir jedoch Sorgen. Hoffentlich kann uns die Perle, die ich nach Atheum geschickt habe, mehr verraten. Hm.
Ihr meint, ihr könnt etwas über die Perle herausfinden? Ihr werdet überrascht, was ein Gegenstand alles offenbaren kann, wenn man weiß, wie man seine Geheimnisse entschlüsselt. Ich muss zurückkehren und Ritenmeister Iachesis erzählen, was geschehen ist. Wenn ihr bereit seid, würde ich euch gerne nach Ateo mitnehmen, um meine Geschichte zu bezeugen. Wer ist Ritenmeister Iachesis? Der Ritenmeister führt den Psychic-Orden vom Turm Zepura auf der Insel Arteum aus. Dieser Zauber stimmt euch auf ein Portal bei Schimmerheim ein, in den Ruinen der Burg der Elf Kräfte. Aha. Es wird immer nach Arteum führen, ganz gleich, wo sich die Insel gerade befindet. Ich werde nach Arteum reisen und mit dem Ritenmeister sprechen, sobald ich nach Rasumdar gesehen habe. Noch eine Anpassung und... So, jetzt seid ihr eingestimmt. Aha. Kommt zu mir nach Ateum, sobald ihr mit dem Auge der Königin fertig seid. Okay. Wir sehen, da oben ist auch ein Wegschrein, Silverweit. Den sollte man auf jeden Fall auch nochmal, freischalten. Na, das ist ja ein Schnellreisepunkt. Ah, 5 Grale. Die Sippenfürsten und Ras hatten ein sehr erhellendes Gespräch. Königin Eirin wird enttäuscht darüber sein, wie die Sippenfürsten von Schimmerheim zuließ, dass ein falscher Aldarch so viele Neuankömmlinge tötete. Bei einem solchen Skandal haben doch andere Reisende Bedenken, hierher zu kommen. Echt? Ja? Bedenken? Naja. Der Aldarch rief den Fürsten der Geschäfte an, bevor ich ihn tötete. Den Fürsten der Geschäfte? Das kann nur Clavicus Vile gewesen sein. Über was für ein vom Vergessen geschaffenes Nest von Nattern ist Ras denn hier gestolpert? Dieser hat ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Wo ist die Psijik-Magierin? Ras würde sie gern nach ihrer Meinung fragen. Valsirin ist nach Ateum zurückgekehrt. Sie hat mich eingeladen zu kommen, um mit dem Ritenmeister zu sprechen. Das Interesse des Psijik-Ordens ist es, was Rasumdar wirklich besorgt. Dieser hatte noch nie viel für Magie übrig oder für jene, die diese Kunst ausüben. Andererseits hat Ras jetzt jemanden dort eingeschleust. Ein Auge von Ras, wenn man so will, ja? Meinst du mich damit etwa? Valsirin meinte, dass der Orden versucht, mehr über den Aldarchen und die Kluftperle herauszufinden. Dann müsst ihr nach Ateum reisen und herausfinden, was die Psijiker in Erfahrung gebracht haben. Sobald ihr zurückkehrt, könnt ihr Rase alles darüber erzählen, damit er es an die Königin weitergeben kann. Okay. Ja, Ras gefällt dieser Plan. In der Zwischenzeit wird Ras der dädrischen Verbindung nachgehen. Alles klar. Das ist sie. Wie gesagt, ich will nur ganz kurz vorher diesen Wegschrein freischalten. Damit wir dann, ja, verschiedenste Reisepunkte haben. Das ist schon immer ganz gut, wenn man sowas dann mal hat. So, genau, das ist er. Ich kann euch mal kurz zeigen. E zum Benutzen. Ja, quatsch mich nicht voll. So, jetzt könnte ich kostenlos von einem Wegschrein zum nächsten Wegschrein reisen. Aber will ich jetzt ja nicht. Denn wir sollen ja mit ihr reden. Und das funktioniert natürlich nicht nur in einem Land, das funktioniert auch über die Grenzen hinaus. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich könnte jetzt auch so woanders hinreisen zu einem Wegschrein, aber dann würde es mich Geld kosten. Also Spielgeld, natürlich kein echtes. Liegt hier vielleicht noch irgendwo ein Buch? Solche Zeltlager sind immer häufig, ja, Orte für Bücher. Ich würde sagen, wir reisen noch und dann sind wir fertig hier. Seid ihr gekommen, um euch an meinem Anblick zu ergötzen? Noch nachzutreten, während ich mich in meinem Elend... Ach, die ist das. Ich dachte, das ist die andere. Nun, wacht nur. Ich habe es verdient. Warum habt ihr euch mit Aldarch Tilkala eingelassen? Törichtes Ding. Ich habe ihn auf Sippenfürsten Miluntils Feier in Alinor getroffen. Wir hatten ähnliche Einstellungen zum Erlass der Königin. Und ich schlug vor, dass er das Kloster führen könnte. Mhm. Sommersend ist doch kein Eintopf und die unterschiedlichen Völker keine Zutaten, die man einfach nach Belieben hineinstreuen kann. Ihr wusstet also, dass er plante, die Neuankömmlinge zu töten? Was für ein schändlicher Vorwurf! Tilkala hat mir gesagt, dass er sie dahin zurückschicken würde, woher sie gekommen sind. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie töten wollte. Ich gebe euch mein Wort. Ich wollte nur, dass die Neuankömmlinge wieder verschwinden. Und dass ich nun erfahren muss, dass er die Daedra anbetet. Wie widerlich. Haben alle Mönche im Kloster Daedra verehrt? Das will ich doch nicht hoffen.
Wir müssen die göttliche Strafbehörde hineinschicken, um die Mönche aufzusammeln, die Tilkala nach Schimmerheim mitgebracht hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass dädrische Kultisten heilige Stätten schänden. So ist es. Ich schätze, ich werde die stellvertretende Königin um Gnade bitten müssen. Das wäre wohl am besten. Okay, reist nach Arteum. Da müssen wir durch irgendeine Tür. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Denn an dieser Stelle ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls Online. Bis dann, ciao, ciao.